Ja, Waldmannsheil, liebe Freunde von Orpha Hunters, Orpha Shooters, wie ihr sehen könnt, wir sind für euch wieder unterwegs. Und zwar sind wir diesmal das allererste Mal in Bayern unterwegs auf der Messe. Und zwar bei den internationalen Jagd- und Schützentagen hier auf Schloss Grünau an der Donau. Und ich befinde mich jetzt gerade auf dem Stand von WiMAX. Und neben mir steht ein altbekanntes Gesicht, der Hubert Bodechtel. Und vor uns steht ein Modell, ein Setup, das wir in Polen dabei gehabt haben. Hubert, willst du noch mal kurz was für unsere Zuschauer da draußen? Ja klar, aber erstmal, Matze, herzlich willkommen bei uns in Bayern. Schön, dass du da bist. Ja, Jagd- und Schützentage, du hast gerade gesagt, was liegt da näher, dass wir die passende Waffe mitnehmen. Wir haben hier die Anschütz 1782 als Hybridwaffe. Ja. Hybridwaffe ist also eine Waffe, die gedacht ist für die Jagd, aber auch fürs Sportschießen. Wir haben sie ja auch ein ähnliches Setup in Polen dabei gehabt. In Polen haben wir die in 300 Winchester Magnum dabei gehabt. Hier haben wir jetzt in 308. Das ist also eine Waffe in der Konfiguration mit dem Noblex-Zielfernrohr, mit dem Schalldämpfer für die Jagd oder auch für Sportschießen absolut geeignet ist. Lass mich eine kurze Zwischenfrage stellen, und zwar, wenn du Hybridwaffe sagst, warum ist das jetzt so generell so ein Trend, der da aufkommt? Naja, es gibt immer mehr Jäger, die sich für Sportschießen, vor allem dann für den Schuss auf weite Distanz begeistern. Und da gibt es dann die Wahl, ja, kaufe ich mir noch eine zweite Waffe, die ich neben der Jagd einsetzen kann. Hier haben wir eine Lösung einfach, dass man sagt, man kann mit einer Waffe Jagd und Sport miteinander verbinden und hat dann auch dann das Gefühl, das man beim sportlichen Schießen bekommen hat, das kann man dann in der jagdlichen Praxis umsetzen. Okay, zwei Fragen noch. Du weißt, wir haben immer sehr, sehr wenig Zeit und wir sind immer auf dem Sprung. Ja, schieß los. Erste Frage, warum ist für einen Sportschützen und einen Jäger eigentlich ein dickes Rohr so wichtig? Du hast halt hier... Eine etwas indiskrete Frage. Ich gehe davon aus, dass du das auf die Rohrdurchmesser vom Zielfernrohr... Du hast einfach mit einem dickeren Mittelrohrdurchmesser hast du mehr Verstellweg. Ja. Das heißt, du kannst auf weitere Distanzen dein Absehen so weit verlagern, dass du einfach bis du hier in dem Fall bis zu 3,20 Meter korrigieren kannst, die verstellen kannst. Um dann auch weiter Entfernung auf Fleck anzuhalten. So ist es, ja. Du hast also hier mit dem Mittelrohrdurchmesser vielleicht die Möglichkeit, auch noch, je nachdem welches Kaliber das ist, sogar auf die 1000 Yards dann noch Fleck anzuhalten, was du beim 30er Mittelrohrdurchmesser einfach nicht mehr kannst. Und weil du das 30er Mittelrohrdurchmesser angesprochen hast, kannst du unseren Zuschauern draußen noch mal erzählen, wie das in Polen gelaufen ist mit dem anderen Setup? Ja, also bei uns ist ungefähr bei 600 Metern der Verstellweg ausgegangen. Wir mussten also auf 800 oder auf 1000 Meter einfach einen Haltepunkt außerhalb des Ziels suchen. Und das war dann, ne, du kannst dich an die Kiefer erinnern, der rechte Ast rechts oben, also der ungefähr 10,5 Meter außerhalb des Ziels war. Und da haben wir dann angehalten und dann sind wir ungefähr auf der Scheibe gelandet. Ja. Kannst du noch was zum Preis sagen zu diesem Setup? Bei dem Setup sind wir jetzt einmal ganz grob so bei 4.800 Euro. Alles. Komplett mit dem Schalldämpfer, mit der EAW-Stahlmontage, mit dem Noblex-Zielfernrohr, GRS-Schaft und natürlich die Anschütz 1782. Ganz grob gesagt, aber die Preise macht natürlich wie immer der Fachhandel. Wir als Großhändler stellen das zur Verfügung, machen die interessanten Pakete und der Fachhändler macht dann die individuelle Beratung und auch die Preise dann. Das heißt, die Munition ist nicht dabei? Auch da denke ich, dass der Schütze die bessere Auswahl hat. Okay, gut. Wenn ihr Bock habt, kommt einfach hier mal nochmal vorbei. Ihr seid in Halle 2. Halle 2 Mitte. Wir sind bis Sonntag noch da. Herzlich willkommen bei uns in Bayern. Genau. Und vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren.